Hallöchen, meine Lieben, da bin ich wieder und ich wollte euch kurz was berichten. Ich denke, euch wird das interessieren. Ich habe ja ein paar Vlogs jetzt geschnitten und ich war ein bisschen traurig, weil ich habe diesen einen Vlog geschnitten, wo ich mit meiner Schwester mexikanisch, also wir waren Tapas essen, richtig schick essen. Und da hatte ich ja schon ein bisschen abgenommen, aber ich hatte trotzdem noch mein Doppelkinn. Und man sieht ja gar nicht, dass ich abgenommen habe. Ja, und da habe ich gedacht, jetzt denken die Leute, ich bin nur am Essen und ich nehme gar nicht ab, weil man ja nichts sieht, aber das dauert. Also das dauert wirklich, bis man was sieht. Man muss wirklich ganz viel Geduld haben, ganz viel Durchhaltevermögen haben. Also am Anfang ist es schwer, am Anfang geht es langsam voran, man sieht nichts. Und ich denke mal, erst wenn man so von außen, wenn man das so sieht und so Komplimente bekommt und das jemand bemerkt, ich glaube, dann hat man auch so die Motivation, die man braucht, um das wirklich durchzuziehen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Also ich kann ein Liedchen davon singen. Ich weiß gar nicht, ob man mittlerweile was sieht. Morgen ist Wiegetag, beziehungsweise übermorgen, aber ich weiß noch nicht, ob ich mich... Also ich werde mich wiegen, aber ich denke, ich werde nichts abnehmen, weil ich diese Woche meine Periode hatte und da nehme ich ja nichts ab. Ja, aber ist nicht schlimm. Ich wollte euch fragen, an alle Mädels, die ihre Periode haben und die zum Sport gehen, geht ihr, während ihr eure Periode habt, zum Sport? Schreibt es mal in die Kommentare, weil das würde mich wirklich sehr interessieren. Genau, ob ihr geht oder ob ihr nicht geht. Ja, und wenn ihr nicht geht, warum ihr nicht geht. Ja, weil letzten Monat, als ich meine Periode hatte, war das so, dass ich ich war vormittags beim Sport. Da ging es mir aber schon nicht so gut, aber ich habe mein Programm durchgezogen. So mittags kam meine Periode und abends lag ich mit Krämpfen im Bett und konnte nichts machen, nichts. Ich hatte so Schmerzen und da musste ich noch zwei Kuchen backen, aber es war auch über 30 Grad, vielleicht lag es auch am Wetter, also mir ging es wirklich richtig schlecht und da musste ich noch zwei Kuchen backen. Das war der Horror, sage ich euch, ja. Und jetzt habe ich mich eingelesen, dass man eigentlich, wenn man seine Periode hat, zum Sport gehen kann. Also man kann alles machen. Das war mir auch bewusst, aber ich fühle mich immer so unwohl und ich habe immer so Schmerzen und Krämpfe, dass ich eigentlich dann nichts mache, dann ist das für mich so, als wenn ich krank wäre, sozusagen, ja. Was ja auch falsch ist, weil man ist ja nicht krank. Und das soll auch helfen, wenn man so Schmerzen hat. Man hat zwar nicht so viel Power beim Sport, aber es soll was bringen. So, diese Woche war ich schon dreimal beim Sport während meiner Periode, ja. Und jetzt berichte ich euch von meinen Erfahrungen. Vielleicht hilft es euch weiter. Also ich hatte Krämpfe, Unterleibsschmerzen, wieder starke. Ich bin trotzdem zum Sport gegangen. Und es stimmt wirklich, wenn man zum Sport geht, hat man während des Sports keine Krämpfe, keine Schmerzen, weil das ist ja, also der Sport lockert irgendwie die Muskeln auf und dann hat man keine Krämpfe, keine Schmerzen. Das soll auch gut sein. Und ich hatte auch während des Sports keine Schmerzen, keine Probleme. Also die Periode hat mich überhaupt nicht gestört, sozusagen. Was mich positiv gestimmt hat, muss ich sagen. Und mir ist aufgefallen, weil ich hatte die Woche vor meiner Periode, da hatte ich PMS. Und da muss ich sagen, war meine Leistung nicht so gut. Da hatte ich überhaupt keinen Bock, überhaupt keine Kraft, überhaupt keine Energie. Deswegen habe ich da mein Training so ein bisschen runtergeschraubt. Ich habe 5 Minuten weniger Ausdauer gemacht. Ich war zwar ein bisschen sauer, weil ich die 5 Minuten nicht geschafft habe, aber was mir in der Woche auch gut getan hat, weil ich nicht mehr konnte. Also mein Körper hat es nicht geschafft. Und ich dachte, während der Periode wird das wieder so sein, dass ich das nicht schaffen werde. Aber es war im Gegenteil. Ich hatte während der Periode richtig viel Kraft, richtig viel Energie. Ich war richtig motiviert und Power hatte ich, ja. Ich habe dann wieder 5 Minuten aufgestockt vom Ausdauertraining. Also hatte ich mein altes Pensum wieder. Und ich hatte das Gefühl, ich könnte noch mehr schaffen. Ich könnte noch mal erhöhen während der Periode. Was ich wirklich so klasse fand, weil ich damit nie gerechnet hätte, dass ich so viel Power während der Periode habe. Weil normalerweise hat man die Power nach der Periode und kurz vor dem Eisprung. Aber selbst da hatte ich nicht so viel Power. Das heißt, in der Periode hier, also vielleicht war das nur diesen Monat Glückssache, hatte ich richtig viel Energie, konnte ich richtig viel Gas geben. Was mich wirklich, wirklich sehr gefreut hat.
Genau. Ich werde das weiter beobachten, mal gucken, wie es nächsten Monat sein wird. Ich war ja dann direkt nach dem Sport ist in Aldi. Da war ich bei Aldi und der Aldi ist immer leer. Immer leer. Da habe ich jetzt meinen Einkauf gemacht. Also ich habe für die Couscous-Pfanne, die ich heute gegessen habe, dafür habe ich eingekauft. Habe die Pfanne gemacht. Ich habe aber auch zwei Teller verdrückt, muss ich sagen. Zum Frühstück hatte ich Pancakes. Obwohl die Pancakes, hatte ich jetzt keinen Bock drauf so, aber irgendwie hatte ich dann auch keinen, wusste ich nicht, was ich sonst essen soll. Jetzt muss ich wieder einkaufen gehen. Und bis die, also für mein Porridge brauche ich Bananen und bis die wieder braun sind, dauert das wieder. Ja, und deswegen hatte ich Pancakes. Dann die Couscous-Pfanne. Die war auch sehr lecker, aber halt, wie gesagt, zwei Teller, aber egal, egal. Ich habe es gebraucht nach dem Sport, also da habe ich richtig Kohldampf und vor allen Dingen esse ich, habe ich jetzt so eine Pause vom Frühstück bis zum Mittagessen, habe ich 5 bis 6 Stunden Pause. Weil wenn man zum Sport geht, ist das Gute, man hat dann keinen Hunger. Der Sport streckt nochmal die Stunden. Könnt ihr, dann kann man länger aufs Essen verzichten. Dann hat man nämlich keinen Appetit. Das finde ich auch sehr gut. Also, ich würde sagen, es läuft. Ach, und ich war letzte Woche im Garten, habe ich, weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Dein Sinn ist schon, also in meiner Tante aufgefallen, dass ich abgenommen habe. Meiner Mutter ist aufgefallen, dass ich abgenommen habe und ich bin bei 6 Kilo, ja. Sie sagt, ich bin hier so am Gesicht schmaler geworden. Man sieht es bei mir wohl am Gesicht, weil ich hatte so ein Gesicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt auch keine Fotos gemacht, wo ich so dick war. Ich habe nur die normalen Fotos und wo ich mich immer so hingestellt habe, dass ich schlank aussehe. Ja, und die Vlogs, wo ich halt so dick war, aber ich bin immer noch dick. Ne? Und sie meinte, man sieht das hier an den Armen, am Oberkörper. Wobei ich jetzt nicht finde, dass ich an den Oberarmen abgenommen habe. Ich finde das auch schwierig, denke ich, an den Armen abzunehmen. Das wird, weil ich mache viel für die Beine. Ich mache viel für Oberschenkel, viel für die Beine mache ich immer. Ja, weil, genau, weil ich so dicke Beine habe. Genau, meine Problemzone sind die Beine. Und die Arme vernachlässige ich immer. Ich mache auch was für die Arme, aber halt nicht so viel. Und sie meinte halt, man sieht es schon. Ja, und das hat mich halt gefreut. Ich weiß nicht, ob ihr was seht, dann könnt ihr es mir auch gerne schreiben. Oder ob man noch nichts seht, ist, ja, ist dann auch nicht schlimm. Ich merke das, muss ich sagen, an meinen Schlafhosen und an meinen Jogginghosen, weil die waren immer so knapp hier, ja. Jetzt sind die locker. Die sind locker und hängen so runter. Und ich habe echt viel Platz, was mich echt wundert. Das heißt, dass ich abgenommen haben muss. Habe ich ja auch. Also 6 Kilo sind safe, ja. Okay, mein Ziel ist dieses Jahr die 10-Kilo-Marke zu knacken. Mein erster Meilenstein. Das werde ich, denke ich, locker schaffen. Ja, ich glaube, ich hatte auch, das habe ich euch schon erzählt. Genau, das habe ich euch schon erzählt. Und ja, ich komme mit Intervallfasten super zurecht. Es ist sehr magenfreundlich. Ich habe seitdem keine Probleme mit dem Magen. Nichts. Ich trinke meinen Zitronen-Ingwer-Tee. Das hilft mir auch nochmal. Das ist auch immer so erfrischend. Ja, plus mein Eiskaffee dazwischen. Also ich verzichte auf nichts, wenn ich Lust auf Kuchen habe. Was Süßes mache ich das auch, aber ich versuche das dann immer nach dem Mittagessen direkt zu machen. Wenn ich Lust habe, essen zu gehen, gehe ich essen. Ich würde sagen, ich habe den Dreh raus. Ich fresse nicht mehr. Ich esse, bis ich satt bin, gesund, ausgewogen. Und wenn mal was. Schokolade ist ja nicht verboten. Man darf Schokolade essen, man darf in Maßen essen. Es soll nur nicht überhand nehmen. Genau, das wollte ich sagen. Okay, bis dann. Tschüss. So, meine Lieben, ich war heute schon einkaufen. Das ist ein kleiner Einkauf. Ich war nämlich nach dem Sport direkt einkaufen und hatte keine Lust mehr zu schleppen. Das ist jetzt für ein Mittagessen. Und zwar mache ich heute Couscous mit Gemüse. Genau, Couscous habe ich noch. Hier ist eine Zucchini, rote Zwiebeln, eine Paprika, eine Tomate, Möhren. Ich brauche gar nicht so viele. Lauchzwiebel und Knobi. Genau, und dann habe ich noch Klopapier gekauft. Ja, und das war's. Und hier habe ich meinen leckeren Ingwer-Zitronentee gemacht. Aber diesmal mit Früchtetee. Genau, es ist so ein polnischer Früchtetee, Juravina und Malina. Habe ich 2 Teebeutel reingetan, dann habe ich den für morgen. Also momentan trinke ich Ingwer-Zitrone mit Früchtetee, um halt auch Früchtetee aufzubrauchen. Genau, so. Und ja, ich freue mich schon auf mein Mittagessen, denn ich darf jetzt schon kochen und essen. Love.
So, meine Lieben, fertig ist das leckere Mittagessen. Es gibt Couscouspfanne. Ich denke, ich muss das noch ein bisschen nachwürzen, aber mir wird das wahrscheinlich zu wenig sein. Gemüse mit Couscous, One Pot. Wenn es lecker ist, verlinke ich euch das gerne in die Infobox. Ansonsten lasse ich es mir jetzt schmecken. Es ist tatsächlich für 4 Personen. Also mal sehen, wie lange ich davon essen kann. Also ich bin echt gespannt. So, meine Lieben, ich wollte euch ein Update zu meiner Orchidee geben. Wie ihr seht, ist sie ganz schön gewachsen, beziehungsweise sind hier Blüten entstanden. Ich wollte es euch mal zeigen. Und ihr seht, hier vorne und hier unten wachsen neue Blüten. Aber ich denke mal, die fallen bald wieder ab. Hier wächst was Neues, hier sind Blüten. Also die ist richtig cool. Also die ist richtig groß geworden, wie ihr seht. Ja, ich gieße sie circa 1 bis 2 Mal die Woche, so wie ich euch das in meinem letzten Video gezeigt habe. Und ihr seht, ich habe keinen grünen Daumen. Aber es wird tatsächlich, hier wächst auch was. Hier wächst was, voll cool. Ich freue mich voll, dass das was mit der Orchidee wird. Aber hier, also hier oben, der ist braun. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Ja, schön, oder? Achtung, Achtung, meine Lieben. Es folgt ein Gewinnspiel. Ich weiß, das letzte ist schon so, so lange her und ihr kommentiert auch alle fleißig. Deswegen habe ich mir was ganz, ganz Besonderes für euch überlegt. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe ja mal immer diese Unboxing-Videos von Brand News gemacht. Auf meinem YouTube-Kanal, ja. Und jetzt mache ich das neuerdings auf Instagram. Ich weiß nicht, ob ihr mir auf Instagram folgt. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne folgen. Ich blende euch hier den Namen ein. Dann wisst ihr, was so ungefähr in den Boxen drin ist, ja. Denn ich verlose diesmal die Genussbox. Also was heißt Genussbox? Mit einigen Produkten aus den letzten Boxen. Da habe ich was für euch zusammengesammelt. Ich kenne die meisten Produkte ja schon. Damit ihr euch auch mal durchtesten könnt und schauen könnt, ob die Box nicht was für euch ist. Deswegen verlose ich in diesem Video eine Genussbox, gefüllt mit einigen Produkten aus den letzten Boxen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ja. Deswegen, also, was müsst ihr tun zu gewinnen? Meinen Kanal abonnieren, dem Video einen Daumen nach oben geben, die Glocke aktivieren und einen lieben Kommentar dalassen. Genau, mit dem Emoji, oh, ich muss mir überlegen, was für ein Emoji. Emoji-Schleife, genau, müsste es geben. Also setzt einfach hinter eurem Kommentar die Schleife. So, und wie lose ich aus? Ich mache das immer so. Ich schaue, wer schaut meine Videos regelmäßig, wer kommentiert immer fleißig. Und ja, das geht dann halt an den aktivsten Zuschauer, sagen wir mal so. Oder an einen der aktivsten Zuschauer, weil ja, ich möchte auch, dass eine Person gewinnt, die auch wirklich meine Videos guckt, die sich auch immer die Mühe macht und fleißig kommentiert. Ja, deswegen geht diese Box an einen treuen Zuschauer. Genau, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem weiteren Video. Overreact and just walk away.